Hallo Leute und herzlich willkommen hier wieder bei Train Fever. Wir machen hier mal weiter bei unserer schönen Stadt. Oder naja, Stadt, eigentlich ist es ja ein Land. Ja, Land auch nicht, eigentlich unsere Welt. Die Welt, man kennt sie, sie war mal rund mit Abgründen. Hier ist sie eckig und hat Abgründe. Also hat sich ja nicht viel was getan, ne? Aus rund ist eckig geworden. Das war schon alles, mehr hat sich ja nicht getan. Aber okay, gut, wir haben in der letzten Folge keine Ahnung was gemacht, die ist schon ewig her, wo ich die aufgenommen habe. Mittlerweile sind schon 4, 5 Patches rausgekommen, keine Ahnung. Deswegen keine Ahnung, was sich wirklich geändert hat. Ich habe mal kurz geschaut, irgendwas mit Wegpunkten. Aber kein Plan, was das soll. Ich gucke einfach mal hier im Menü, ob sich da irgendwas getan hat. Was ist denn das? Ja, schön, da weiß keiner, was das sein soll. Egal. Aha, da ist jetzt mal was Neues. Wegpunkt. Ja, was das macht, keine Ahnung. Das möchte ich jetzt auch gerade so schnell nicht raus. Naja, doch, vielleicht doch. Guck mal, wir pushen einfach mal hier rein. Mach einfach mal die Linien an. Sehen hier meine doppelspurige Gleis. Und ich leg einfach mal einen Wegpunkt hier hin. Keine Ahnung, was er wirklich macht. Bam. So. Kann ich den jetzt irgendwie anklicken? Hallo Wegpunkt. So, der Wegpunkt hat ein Ansichtsfeld. So, und sagt mir, was sagt mir der Wegpunkt? Wenn wir mal ranzoomen. Hallo Wegpunkt, du sagst, dass hier gerade Ausfahren gilt und dass hier gerade Ausfahren gilt. Aha, ja, also, ja, ja, okay. Nee, keine Ahnung, was der wirklich macht. Egal, weg damit. Muss ich mich mal drum kümmern, was das macht. Ich dachte einfach, ja, das wird schon irgendwie funktionieren und fertig. Wir gucken jetzt mal. Wir haben ja hier unseren schönen Großbahnhof. Raus aus dem Kaufmenü. Abreismenü. So, da müssen wir noch mal ein bisschen was organisieren. Ich weiß aber nicht mehr, was ich letzte Folge gesagt hat, was wir machen sollten. Haben wir irgendwo einen Stau verursacht eigentlich? Ja, ich glaube, irgendwas mit den Bahnhöfen waren. Und zwar hier hatten wir ein Problem. Und da wollte ich unbedingt einen zweiten Bahnhof anlegen. Und da habe ich mir ein wenig gedacht, wenn wir den ein bisschen stadtauswärts hier hinlegen, wäre doch auch nicht verkehrt. Ich dachte mir genau hierhin. Wenn wir jetzt mal die Landschaftskarten anschauen. Landnutzung haben wir hier draußen Industrie. Okay, die Bevölkerung ist hier drin. Aber dennoch hätte ich gern hier draußen einen Bahnhof. Wobei hier oben wäre auch nicht schlecht. Hier ein Anknüpfen. Das wäre auch noch eine Überlegung hier und dann. Ja, hier haben wir schon ein Gleis. Das heißt, wir können hier noch parallel runterfahren. Hier, dann könnten wir hier so wegfahren. Aber es gibt ja noch keine Kreuzungen bei den Gleisen. Oder hat sich das mittlerweile irgendwie getan, was? Sollen wir gleich rausfinden. Nein, funktioniert anscheinend noch immer nicht. Entweder weil es zu hoch ist oder weil es einfach nicht funktioniert. Funktioniert einfach nicht. Das finde ich echt schade, dass es das noch nicht gibt. Wie könnte man das dann am besten lösen? Können hier oben rüberfahren, also hier den Bahnhof hin und dann so rüberfahren. Das könnte man mal testen. Ob wir hier so, ja, aber wenn der Bahnhof tief ist, ob wir die Steigung hier zusammenbekommen, ist natürlich die nicht. Hier ging es. Hier den Bahnhof hin? Das können wir machen, genau. Wir reißen mal diesen Stein hier ab. Geht nicht, okay. Dann an der Straße und zwar nehmen wir hier gleich eine große Straße her. Mit Busspur, mit Tramgleis. Die legen wir hier so heraus und wir haben Kollision. Warum haben wir hier Kollision? Weil die dämlichen Häuser im Weg sind anscheinend. Naja, die können wir ja auch wegreißen. Kann ich jetzt sonst noch was wegreißen? Ja, dich reißen wir noch weg. Dich auch noch, sicherheitshalber. Und die Straße auch. Dann legen wir hier eine neue Straße ran. Straße groß. Genau, jetzt schaut es besser aus. Jetzt mal gucken, die Straße schon ein bisschen so in die Richtung bewegen, wie der Bahnhof kommen sollte. So. Dann sollen wir hier mal die Straße langlegen. Hier zum Beispiel wieder rein. So. Zum Beispiel hier so, zack. Da kann man hier schön einen Bahnhof dranlegen. Ich hoffe, dass das nicht zu uneben wird. So, Bahnhof ist Zug. Dann
Hier. So, was ist da der Unterschied? Bahnhof, Bahnhof. Personenbahnhof. Der schaut ein bisschen besser aus, oder? Nee, doch. Was hat denn der da? Nee, das ist ein besserer, oder? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Warte mal, machen wir mal 5-gleisig und 240 Meter, möchte ich den haben, damit ich einen großen habe. Gucken wir mal, wie der aussieht. Der sieht so aus. Und der ist so okay. Da gefällt mir aber der untere fast besser, der hier. Zack. Ja doch, der gefällt mir besser. Da kommt man schön zu den Bahnsteigen rüber. Das gefällt mir sehr gut. Hier haben wir jetzt das Problem, dass wir hier ziemlich tief sind. Das heißt, hier müssen wir gleich Terrain angleichen. Da gehen wir mal tiefer mit dem Terrain. Terrain, Terrain. Dass wir hier dann auch Ausfahrten rauskriegen, schön. So, hier rundherum mal tiefer legen alles. Mal alles tiefer legen. So wie die Karre, ne? Alles schön tiefer legen. Dann können wir hier dann schön die Gleise weglegen, ohne dass wir gleich eine Mutsteigung haben. Denn das ist natürlich immer doof hier bei dem Spiel mit Steigungen. So, jetzt gucken wir mal. Wenn wir ganz klein dumm, müssten wir eigentlich fast bis an den Bahnhof rankommen, genau. Relativ weit zumindest. So. Hier an den Ecken auch noch. Dann passt sich das ja fast von alleine schon an. Den Rest machen wir dann noch gerade und die Sache hat sich erledigt. So. Hier die Schräge auch noch ein bisschen runternehmen da. So. Damit man nicht so in ein Loch reinfährt hier, damit man auch was raussieht. Da machen wir Begradigung und Begradigen das Ganze, aber in größeren Stil. So, und der Rest müsste dann schon passen. So, hier noch. Weiß ich nicht, da hat man anscheinend schon eine Zugstrecke liegen. So, dann fahren wir mal hier mit dem Zug raus. Und zwar fangen wir an, die Straße hier mal wegreißen. Auch wenn die Häuser jetzt im Weg stehen, die müssen weg. Du musst weg. Ah, du kannst nicht weg, weil du da drüber fahren möchtest gerne. Okay. So, dann möchte ich hier eine. St Doch, nee, Straße. Nein, nein. Gut. So, jetzt haben wir hier eine zweite Anlegestelle. Da werden wir die grüne Linie hier raufziehen. Damit wir den Bahnhof auch noch mitnehmen. Oder machen wir eine komplett neue Linie. Wäre auch möglich. Da gucken wir mal. Jetzt haben wir das. Jetzt gucken wir mal, hier, wer kommen wir raus? Nee, das geht sich nicht aus. Wir kommen hier einfach nicht hin. Da wären wir. So, die Frage ist, wir müssen mal hier rauf. Und hier oben möchte ich auch gerne einen neuen Bahnhof hinsetzen. Aber die Frage ist hier wirklich, wo zahlt das aus? Das Linksgebiet ist hier. Hier oben. Rot ist Geschäfte. Also mal hier an den Geschäften anknüpfen wäre ja auch nicht so schlecht hier oben hin. Da müssen wir aber aufpassen, dann kann man hier schwer hoch. Oder hier hinten anknüpfen. Da hinten mal anknüpfen. Hier, genau hier kommt er hin. Das ist eine gute Idee. So. Fahren hier noch ein Stück geradeaus. Und hier so rüber. So in etwa, genau. Danach erstmal hier die Straße weg. So. Das passt perfekt. Und die Straße müssten wir ausbauen. Geht das? Nicht genug Platz. Okay, das ist scheiße. Ja, da müssen die Häuser hier weg. Die Straße muss ausgebaut werden. Da gibt es kein Pardon, muss ich sagen, Leute. Da gibt es kein Pardon. Die wird ausgebaut, ob ihr wollt oder nicht. Die muss ausgebaut werden. Nicht genügend Platz. Nicht genügend Platz. Nein. Ich muss die Straße aber ausbauen. Genau der Teil muss ausgebaut werden. So, aber jetzt dann. Ist hier irgendwo ein Garten oder sowas? Nee. So, Straße. Hier. Große. Hier angeschlossen. Passt. Perfekt. Dann haben wir das schon mal. Und hier oben, warum ist da nicht ausgebaut? Hallo? Ich habe das doch ausgebaut. So, jetzt aber. So, hier geht's nicht, aber hier kann man durch. Nee, kann man auch nicht durch. Übrigens hier die Anrainerstraße, die hier so ein bisschen rumgeht. Wenn ich die mal ausbauen ein bisschen. Weil je größer die Straßen sind, desto mehr Leute kommen auch, ist mir aufgefallen. So.
Passt. Dann haben wir das hier. Hier auch noch ein bisschen. Immer ein bisschen ausbauen, wo es halt geht. Wo es nicht geht, geht halt nicht. Ist auch egal. Ist jetzt nicht lebensnotwendig, aber es macht Vorteile. Wenn man das wirklich ausbaut. Kollision. Hier können wir noch schön ausbauen. So, kommen wir hier rauf. Zack, perfekt. Dann schließen wir hier oben an und können wir hier schon einen Kreislauf fahren. Mit Straßenbahnen zum Beispiel. Dann hier oben noch ein Personenbahnhof. Bahnhof. So, dann nehmen wir wieder so einen. Der hat mir eigentlich relativ gut gefallen. Auch einen langen. Damit wir genügend Leute hier unterbekommen. Dann bauen wir uns auch gleich hier mal einen Busbahnhof. Das ist auch sehr wichtig. Und zwar möchte ich da einen ganzen großen haben. Tramstation. Hier. Und hier unten auch gleich nochmal. Damit der Platz gleich schon sozusagen besetzt ist. Zack, das schaut eigentlich gut aus. Genau gegenüber, das passt perfekt. Und man kann in beiden Richtungen wegfahren. Das ist auch gut. Und jetzt müssen wir Gleise legen. Und zwar möchte ich von hier unten nach oben ein Gleis. So, das wird jetzt immer ein bisschen schwierig. Ich muss hier so fahren, dort drüber. Also ich muss hier komplett über die Gleise drüber. Entweder ich fahre hinten raus und fahre so drüber. So, auf alle Fälle muss hier mal... Fahren wir mal gleich mit der... So, was haben wir hier? 300... So, 160 knappe, das passt dann eh. So, 100... Was haben wir hier? 153, das passt. Und hier müssen wir jetzt mal gucken, wo wir hier rauskommen am besten. Wir können hier oben drüber fahren wahrscheinlich. Das würde klappen. Weil hier kommen wir ja nirgends drüber. Drüber nicht und drunter auch schwer, weil wir einfach nicht die Steigung zusammenbekommen. So, wir können hier parallel fahren, bringt uns nichts. Wir könnten hier versuchen, unterhalb fahren. So ein bisschen tiefer fahren. Ob sich das ausgeht, wartet mal. Hier kommen wir schon in Tunnelsegment rein. Das müsste sich ja fast ausgehen. Ja, es geht sich auch aus. Fahren wir hier unterirdisch. Das Problem ist, dann haben wir hier gar keine Kontrolle über. Wie sagt man dazu? Ach, jetzt habe ich wieder vergessen. So, über. Tja, wie sagt man dazu am besten? Über die ja, Strecken. Dinger, da, Dings, Bombs. Ich denke mal, ihr wisst, wie ich das meine. Hoffe ich halt. Nee, über wie nennt man das jetzt? Bin ich jetzt blöd? Das... So, zack. Über drüber, ne? So halt. So, hier kommen wir schon schön raus, das ist sehr gut. Zack. Das heißt, da haben wir dann einen langen Tunnel. Genau über die Dings, wer als erster fährt und wer als zweiter, wer als dritter. So, hier wäre es möglich. Wartet mal, wenn wir hier... Könnte man hier nochmal steuern. Ja, aber wir brauchen das eh nicht, wir legen da eh zwei Gleise. Im Normalfall. So, hier müssen wir relativ wieder runter. Hier kommen wir raus und hier fahren wir wieder runter, damit wir hier unten durchkommen. So, und müssten dann hier hinten wieder irgendwo rauskommen. Das würde aber klappen. So, eins höher klappt nicht mehr. Zack. Wir können eigentlich alles untertunnelt bauen. Ne, wir müssen ja hier hinten hin. Und zwar müssen wir hier anschließen. Und das würde sogar klappen bis hierhin. Sehr gut. Das heißt mal. So, hier hoch. So, wir fahren hier relativ hoch raus. Das höchste, was geht, genau. Und dann kommen wir hier schon raus. Das ist ja gut. Aber hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu hoch rauskommen. So in etwa. Ja, es geht hier aus.
So hoch, zack. Und hier müssen wir wieder aufpassen, dass wir ein bisschen nach unten fahren. Dass wir nicht zu hoch werden. So, genau. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier hinterkommen. Wie schaut das aus, wenn wir das einfach so nach hinten ziehen? Ja, schaut jetzt nicht wirklich schön aus, aber es erfüllt seinen Sinn, oder? Zack, passt. Dann würde ich sagen, die erste Linie ist gelegt oder Zugstrecke. Und in der zweiten Folge, das also in der nächsten Folge, machen wir einfach weiter. Und bleibt dran, macht's gut, bis dahin.